So wunderbar. So. Ja. Sound Party. Am 29. Mann, wenn ich mir vorstelle, ja, dass ich die da mit, ich wollte ja den, hier aus Wedin, wollte ich ja, beinahe zwei mitbringen. Gott sei Dank hat sich das erledigt. Warum? Naja, beide Säufer, Alkoholiker meine ich, ja, alle beide, und, naja, wie soll ich sagen, haben mich ja wenig gefickt, ne? Richtig doof, ja, war ich da, oder nee, doof nicht, naiv, ja, ich habe gedacht, naja, im Osten reicht es Handschlag, da muss man nicht so genau sein, ja, scheiße ist, ja. Ihr wollt immer mit mir machen und ja, bla bla und so, ja. Droht mich leer an, sagt sie mir, verpiss dich, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hört der Spaß bei mir auf, ja. Ich bin so happy, die sollen mal hier bleiben und weitersaufen, ja. Das sind einzige, was die können, ja. Jedes Mal, wenn sie nüchtern werden, dann fällt ihnen ganz kurz ein, oh, vielleicht hat er ja recht, ja. Aber was macht er? Was macht er dann? Na, weitersaufen. Damit das ja nicht sich festsetzt, das schlechte Gewissen, ja, das er ja hat, ne? Jedes Mal, wenn der aufwacht, ist das Erste, ja, der kann doch nicht, ich bin ganz sicher, der kann nicht ins Spiegel gehen. Ja. Und des Weiteren, er geht mir auch auf den Sack, ja. Dass jemand zu mir sagt, ich brauche doch nur anrufen, Bescheid sagen und dann könnte ich ja da vorbeifahren. Ja, das betrifft jetzt, ja, wie soll ich, das ist unglaublich. Ja, nein, das will der nicht, ja, dass ich da vorbeifahre. Ja, denn ich habe sie mir angeboten, ja, und ich hätte weniger Stress gehabt. Ja, aber nein, so geht es nicht, sagt er, oder was weiß ich, was da war, ja, ich bin Tatsache, ich bin dermaßen drauf auf die Beden, dass mir das langsam reicht, sollen die da machen, was sie wollen, nein. Ja, ich verstehe sowas nicht. Gott sei Dank, sag ich mal, hat sie mich da abgesetzt, wo ich hin wollte. Ja, da war der ja schon wieder sauer, ja. Wer reicht da wohl, wenn man den auch wartet? Sagt er zu ihr, ja. Ja, so ist es. Ja, Eifersucht. Eifersucht kann tödlich enden. Das sollte man sich merken. Ja, Eifersucht ist das, was sehr, sehr gefährlich ist für eine Beziehung. Erst recht, wenn man sich Sachen einbildet, die nicht da sind. Okay, ciao. Juhu! Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Das ist so geil, ja. Oh, Jesus. Ich dachte, das schon wieder. Ach, das wollte ich ja. Ach, kann ich jetzt nicht. Jetzt hat er ja den Schlüssel wieder mitgenommen. Ah, mein, ich wollte euch ja was zeigen. Aber, ist egal, macht nichts. Ich habe einen Schlüsselbund, ja. Wo ich einen Anhänger dran habe, wo drauf steht, Jesus für dich. Das gilt natürlich nur für mich. Ja, da steht zwar Jesus für dich drauf, aber ich weiß heute, ja, also wer behauptet, man kommt nur zu Gott über Jesus, das ist bestimmt ein Lügner. Man kann durch Gott, durch Jesus zu Gott kommen, ja, aber es gibt auch andere Wege, ja, ganz einfach, ja. Jedenfalls mir hat es geholfen, immer den Vaterunser, ja.
Das ist schon komisch. Also, aber gut, wie auch immer, ich sage ja, jeder muss da selber für sich den Weg finden, ja, und basta. Ja. Wenn die Welt eine bessere werden soll, dann müsst ihr das erstmal aufhören mit dem Kindesmissbrauch, ja, mit der Kindervergewaltigung und mit der Kinderarbeit und so weiter. Ja. Das ist nicht der Fall. Ja. Es wird weiter gemordet, es wird, und, ja, ich verstehe das alles nicht, ja, es werden Waffen gebaut, völlig unnötigerweise, ja, wozu denn? Es geht darum, den Planeten hier zu erhalten, ja, und um nichts anderes. Geil. Und was machen die? Wollen weiter Waffen, ja. Ja, das Schöne ist ja heute, sie haben die so eine Technik, ja, so eine Technik, dass die so dreist sind. Ich weiß ja nicht, ob ihr gesehen habt, da Kollateralschaden wartet da im Irak angeblich. Wie im Computerspiel, ja, hat der Ami da um Erlaubnis gebeten, heißt es, gebeten, ja, den VW-Bus da abschießen zu können. Da haben sie Kinder, da waren Kinder drin. Im Irak, nee, Afghanistan war das. Afghanistan. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, das hat sich angehört, als ob die da ein Spiel spielen. Der war richtig geil drauf, auf den Knopf zu drücken und den VW-Bus abzuschießen. Ja. Ich kann nur eins sagen. Hinterher hat er gesagt, tut ihm leid. Waren ja Kinder drin. Nein, Tatsache, ja. Ja, so einfach geht es heutzutage, ja. Wie schnell man da daneben liegt. Ja. Also ich danke Gott, ja, dass als ich einen Menschen umbringen wollte, dass ich diesen Menschen nicht gefunden habe. Ja. So lange nicht, bis meine, ja, Mordabsicht vorbei war. Danach habe ich sie ja wieder gefunden. Ja. Ja, muss man sich mal vorstellen, ich wollte eine Frau umbringen, ja, nur weil sie mir das Leben gerettet hat. Ja. Mir und sich selbst auch, weil wenn sie geblieben wäre, wären wir beide drauf gegangen. Beide. Oder eben sie. Ja. Und ich hätte überlebt. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, weil Tatsache ist, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin das halt ein bisschen sauer. Ich habe gestern was verloren und nicht wiedergefunden. Und sowas ist mir noch nie passiert. Noch nie. Ja, und das ärgert mich. Dermaßen. Okay. Naja. Nee, ich bin schon wieder Homeoffice. Geil. Ich bin mal. Ah ja, also ich weiß auch nicht. Ja, ich habe jetzt hier wieder viel Müll geredet und durcheinander. Ist egal. Ich mache das ja eh nur für mich.